Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur 72-Stunden-Botschaft. Das ist jetzt wichtig für dich. Mein Name ist Caroline, ich bin deine Seelenflüsterin und freue mich hier für dich wieder Gas geben zu dürfen. Und auch danke, wenn du schon meine neue Podcast-Folge dir angehört hast auf Spotify. Da findest du mich ja unter Soul2Go zwischen Kaffee und Karma. Und da habe ich jetzt ganz frisch eine neue Folge hochgeladen, die Self-Love Safari, das Abenteuer Unabhängigkeit. Hörst dir gerne mal an. Und ich würde sagen, ihr Lieben, wir starten rein. Ich habe hier schon so ein paar Karten vorbereitet, ein paar Kartendecks. Und hier gucken wir mal in die Schatzkammer deiner Seele. Was ist für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal die nächsten 72 Stunden wichtig? Hier kommt die Lebensenergie. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Weil ich so viel geredet habe heute. Die reine Kraft des Lebens erfüllt dich. Ja. Ende der Durchsage. Das würde ich doch sagen, reicht schon als Legung. Nein, wir gucken natürlich noch ein bisschen tiefer. Schreib auch gerne mal in die Kommentare, wie sieht es gerade mit dir und deiner Lebensenergie aus? Freue ich mich ja immer sehr, wenn ich von euch lese. Und ich danke euch auch für die ganzen positiven Kommentare, für alle Kommentare, für eure Meinungen zu dem Video, wenn man mich sieht. Das wird es auch immer mal wieder geben. Heute nicht, wie du siehst, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das regelmäßig zur Wochenbotschaft und zum magischen Mittwoch mache. Genau. So. Und in 2 Wochen, ihr Lieben, bin schon total voller positiver Vorfreude. Startet The Empress. Kannst du noch mit dabei sein? Die Tarot-Ausbildung. Ich freue mich sehr auf jeden, der schon mit dabei ist. Und auf dich, wenn du noch mit dazu kommst. Nächsten 72 Stunden. Was möchte gesehen werden? Ja, guck mal, die Überfülle. Die 9 Münzen. Der König der Kelche. Wunderbar. Das sehen wir noch nicht. Und ein neues Abenteuer. So, dann legen wir das doch mal genau so aus. Was haben wir hier? Ah, okay. Unterschwellig schwingt hier noch so ein bisschen Gedankenmuster mit, ne? So ein bisschen Klebstoff haben wir hier noch. Aber generell schön. Passion, Leidenschaft, Attraktivität, heiße Momente, dein Selbstwert, den du lebst. So. Lebensenergie. Hier haben wir den Baum der Fülle. Hier haben wir die ganzen süßen Träubchen liegen. Die 9 Münzen sagen: Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Du bist kurz vorm Ziel. Es geht um dich. Und das wird dir hier, wahrscheinlich kommst du jetzt auf einmal wieder in so eine Lebensenergie, in eine Umsetzungsenergie. Die 9 Münzen. Ja, mehr als 10 geht nicht, das weißt du. Na, zumindest im Tarot nicht. Und die 9 Münzen sagen, hier kommt jetzt eine spirituelle oder materielle Erfüllung für dich. Deine persönliche Leistung, die belohnt wird. Dieser innere Frieden, der einzieht. Du feierst deine erreichten Meilensteine und vielleicht hast du jetzt auf einmal diesen Meilenstein und hier rast Zeus tatsächlich gerade wie von der Tarantel gestochen durch die Wohnung. Ja. Du hast vielleicht jetzt gerade auch die Meilensteine, die du erkennst. Und das ist die Energie. Du hast diese Energie, die hier liegt, diese Lebensenergie, die dich komplett gerade erfüllt. Hier könntest du dir gerade selber affirmieren: Ich genieße das Glück und den Überfluss, die ich gesät habe. Wahnsinn. Auf den König der Kelche, das ist der König der Liebe. Haben wir hier die Transformation, aber vielleicht auch einen kleinen Stillstand. Es kann hier für viele sein, dass sich hier jemand aus der Ferne oder nach einer langen Distanz, nach einer gefühlten Funkstille wieder auf den Weg zu dir macht. Das ist ja natürlich jetzt keine klassische reine Liebeslegung, ihr Lieben, dennoch möchte ich das einfließen lassen. So, das ist aber auch die Transformation. Wir haben hier schon von dieser spirituellen Erfüllung gesprochen, die Transformation deiner eigenen Spiritualität. Ende mit geduldig sein. Jetzt heißt es in die Umsetzung gehen. Königin der Stäbe ist unten drunter. Schöpferkraft wird in dir ebenfalls aktiviert.
Es kann auch sein, dass du jetzt jemandem gerade hilfst aus einer gewissen Emotionslosigkeit oder aus einer gefühlten emotionalen Krise, dass du jetzt gerade so der Unterstützer bist, ja, und aufgrund deiner Lebenserfahrung Menschen hier wirklich wieder zum Leben erwächst. Der Sarg ist nicht immer nur der Tod, aber es kann sein, also der Tod sowieso jetzt nicht physisch gesehen, aber es kann hier sein, dass ein Teil oder jemand hier wirklich losgelassen werden darf. Und das Ganze, da haben wir so ein bisschen Klebstoff drauf. Das sind mit den 8 Schwertern dieses, oh, das Gefühl, ich bin festgefahren. Ne? Das zeigt sich hier. Vielleicht hast du das Gefühl, du bist festgefahren, hast dich irgendwie festgefahren auf das Thema mit einem Gegenüber. Aber sieh die Fülle, die Lebensenergie zieht ja jetzt ein. Du bekommst jetzt mehr Alternativen. Dafür ist es aber wichtig, dich für die Wahrheit zu öffnen und eine alte Story loszulassen. Damit du dich hier für diesen Aufstieg, für die Liebe, für den Menschen, der für dich gedacht ist, für das neue Abenteuer öffnest. Löse dich von der Story, die du dir nicht mehr weiter erzählen willst, ja? Abgehakt. Hier ist etwas abgehakt, was jetzt auf Reisen geschickt werden darf, ja, auf hohe See gebracht werden darf. Und dann wirst du auch wirklich diese reine Kraft des Lebens wieder spüren. Das heißt, vielleicht kommst du jetzt in den nächsten 72 Stunden wieder in deinem Leben an, in deiner Power, in deiner Liebe und fühlst dich lebendig nach der Zeit hier des Unklaren. Der Denken Luft, dass ich habe keine Luft zum Atmen, kommt die Klarheit, kommt die Wertschätzung. Auf den Ritter der Stäbe, das ist das neue Abenteuer, das Kapitel, ja? Hier beginnst du etwas, gerne in kleinen Schritten, aber ich habe das Gefühl, du machst die Scheuklappen gerade auf. Kommunikation und Nachrichten in Richtung Wunscherfüllung, die jetzt reinflattern. Wertschätzung, Komplimente, Sternstunden, Wunder und die Sternstunden. Oh, guck dir das an. Das muss ich eigentlich hier hinlegen, ne? Das ist ja phänomenal gigantisch. Also, wunderschöne Momente mit Familie, Freunden, Erfolg, Ausstrahlung, Herzheilung, Herzöffnung. Der nächste erfolgreiche Schritt in der Liebe. Ein Date, was du dir gewünscht hast. Vielleicht wirklich ein Candlelight-Dinner, aber auch Nachrichten, die dich in die Klarheit bringen. Deswegen, ne? Das könnte die Transformation in Liebesangelegenheiten oder Herzensangelegenheiten sein. Aufbruch zu neuen Ufern. Eine Prüfung, ein Vorstellungsgespräch, was vielleicht auch am Montag jetzt in dein Leben kommt. Oder was haben wir denn heute? Nee, am Freitag. Wir haben heute erst Donnerstag. Guck mal, ich bin voll neben der Spur. Vielleicht hast du hier auch heute irgendwie irgendetwas Berufliches. Und hier hast du eine fette, geile, grenzgeniale Ausstrahlung. Und du trägst das Herz auf den Händen. Ja, oder jemand schenkt dir hier gerade sein Herz und sagt, okay, jetzt kann ich mich wieder öffnen. Jetzt kann die Dankbarkeit, die Liebe fließen. Das ist phänomenal, ihr Lieben. Wirklich phänomenalski. Und da gucken wir doch mal, was sagt die Liebe zu den nächsten 72 Stunden. Was ist hier so eine Herzensbotschaft für dich? Egal, ob das als auf Liebe, auf Partnerebene oder was anderes bezogen ist. Was sind die Herzensbotschaften, die jetzt in dein Feld flattern möchten, von Herz zu Herz? So, für immer haben wir hier, ihr seid in Ewigkeit gesegnet, die göttliche Fügung. Du wirst wissen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ne? Hier dieser Klebstoff. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Und das habe ich ja eben gesagt, deine Seele kommt wieder in die Lebendigkeit. Habe ich das gesagt? Auf jeden Fall habe ich es gedacht. Da kommt das Leben wieder rein. Ja, ich habe es gesagt. Und wenn es hier um partnerschaftliche Geschichten geht, fügt sich jetzt wieder alles schicksalsmäßig zusammen. Engelsbotschaft. Welcher Engel unterstützt dich die nächsten 72 Stunden? Welcher Engel kommt in dein Feld mit einer Botschaft, mit seiner heilenden Energie? Wer möchte dich unterstützen?
Seelenkollektiv auf meinem Kanal für die nächsten 72 Stunden bitte ich um eine Engelsbotschaft. Dankeschön. Der Engel der Träume. An dich und deine Träume zu glauben, bedeutet, eine erfüllte Zukunft zu schaffen. Wonach sehnt sich dein Herz, deine Seele? Beginne jetzt damit, deine Träume bewusst zu leben. Schenke deinem Engel das Vertrauen, dass er an deiner Seite, göttliche Fügung, Leute, an deiner Seite ist und dich bei der Erfüllung deiner Wünsche unterstützt. Vertraue deinem Herzen und deinen Träumen. So können sie in Erfüllung gehen, auf welche Art und Weise auch immer das geschehen wird. Und der Engel des Glücks ist die unterliegende Energie. Das heißt, dein Engel hilft dir, alte Enttäuschungen zu vergeben und falsche Erwartungen loszulassen. So wird das Glück stets bei dir sein, und zwar für immer. Und deutet die Karten wirklich, nicht so pauschal, was da drauf steht, fühlt die Energie der Karten, und das lernt ihr in The Empress. Es ist mir so wichtig, intuitives Kartenlegen zu lernen. Okay, gibt es noch so einen magischen Tipp für dich? Ja, bleib klar und fokussiert. Bleib klar und fokussiert. Sprich deine Wahrheit, sprich deine Klarheit. Steh für dich und auch für die Menschen ein, die dir etwas bedeuten. König der Schwerter. König der Schwerter, lass dich nicht stressen, raus aus dem Gossipen, ja? Das machen Menschen, die einfach noch nicht mutig genug sind, sich ihre eigenen Kisten anzugucken. Also raus aus Gossip, ne? Dieses Blödreden über andere und Ablästern und so weiter. Erkenne die Farbenvielfalt, auch wenn die Welt vielleicht mal nicht so bunt für dich erscheint, aber... ja, geh auch in die Verbindung mit den richtigen Menschen. Schnupper mal so ein bisschen an einem Blümchen. Du entscheidest, wer das Blümchen in dem Fall ist. Breite die Flügel aus. Erkenne, dass du frei sein darfst. Jetzt ist Zeit, das Leben zu leben. Jetzt kommt die Lebensenergie. Und die reine Kraft des Lebens erfüllt dich. Cool! Ich freue mich total, ihr Lieben. Wollt ihr noch so eine Chakra-Karte? Liegt gerade neben mir. Auf welches Chakra? Welche Chakra wird hier besonders aktiviert und gefördert? Ta-da-da-da-da-da. Das ist das Kronenchakra, ihr Lieben. Spiritualität, Träume, Wünsche. Und das ist das, was hier liegt, ja? Hier zieht die Klarheit ein und hier kannst du zur Aktivierung deines Kronenchakras affirmieren: Ich weiß. Ich bin reines Bewusstsein. Ich bin eins mit allem, was ist. Alles ist mit allem verbunden. Und deshalb ist es halt zwischendurch auch sehr wichtig, mal zu gucken, wo darfst du hier, ne, die Spinnennetze mal so ein bisschen durchschneiden, mal so ein bisschen Hausputz machen, genau, damit mal wieder das Positive einzieht. Ja, genial. Ich bin auch gespannt. Achte mal auf deine Träume, die du haben wirst in den nächsten 72 Stunden. Auch hier kannst du Botschaften natürlich bekommen. Das Universum spricht immer mit dir in deiner Sprache. Das war ausnahmsweise, kenne ich gar nicht von mir, eine kurze, knackige Legung, und ich hoffe, sie zaubert dir ein Lächeln und die Freude. Müssen ja nicht immer die 30-Minuten-Legungen sein. Ich würde sagen, bei so geilen Botschaften reichen hier diese 13 Minuten locker weg. Und ich sage danke fürs Einschalten, ihr Lieben. Habt eine zauberhafte Zeit.